So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim hier bei mir auf dem Kanal. Und du musst sagen, die letzte Folge aus der Aufnahmesession jetzt hier, die nächste Aufnahmesession folgt natürlich dann. Für euch ist das dann gleich schon morgen und für mich dauert es noch ein paar Tage halt wieder. Aber ich glaube, wir haben eben außerdem die Quest deaktiviert. Finde die Priesterin. Ja, die ist nämlich da drinnen, die Priesterin. Irgendwo da drinnen ist die Priesterin. Das war jetzt nur der Schrein, aber dann wissen wir wenigstens, warum wir den Schrein hier draußen nicht finden. Dann reisen wir nämlich dann einfach dahin. In der letzten Folge habe ich dann am Ende noch rausgefunden, wo der Schrein ist. Den holen wir uns dann noch, natürlich. Aber jetzt holen wir uns erstmal schnell die Priesterin. Oder befreien die. Wir müssen die befreien, glaube ich. Damit die dann ihr Priesterwerk volltut. Und wenn die das gemacht hat, dann kriegen wir wahrscheinlich von dem blöden Aethra-Prinz unsere Belohnung. Ich weiß nicht, ich will von dem gar nichts, ehrlich gesagt. Aua. Ah, eine Bärenfalle, ist ja gemein. Ich sollte die Questen mal deaktivieren. Wenn wir den aber verraten können, den Typ, dann machen wir das. Scheiß auf den Streitkolben, also wenn ich da Menschenleben retten kann, irgendwie, dann mache ich das. Obwohl es natürlich auch ein bisschen geheuchelt ist, weil wir die ganze Zeit die Abgeschworenen umbringen. Aber wir bringen ja nicht die Abgeschworenen um, die greifen uns ja an. Im Endeffekt, wir gehen ja nicht hin und bringen die um, weil wir die umbringen wollen. Der Marker zeigt da drauf. Verstehst nicht. Und ich muss uns hin teleportieren zu der Tante. Im Notfall. Ist halt mit diesen Together und diesen ganzen CC-Questen. Und das ist ja schlussendlich der Aethra. Das ist ja alles. Die Aethra-Fürsten sind ja alle CC-Questen. Die sind halt mitunter buggy. Das ist ja ganz einfach erklärt, weil das sind eigentlich Mods. Die wurden entwickelt als Mods, also sind, als Mods wurden die entwickelt und Bohemia hat die dann prämiert und hat die in dieses CC-Programm und auch in die Creation Club Content-Programm aufgenommen. Hat da ein bisschen Geld, glaube ich, für bezahlt, denke ich mal. Was ja auch ganz fair ist. Und jetzt kannst du das halt als Creation, als verifizierte Dings kaufen. Da ist sie. Okay, warte mal. Ich muss die Quest nochmal lesen. Finde den Priester. Alles klar. Ey, Priester. Ihr da. Langrolf. Seid ihr hier, um mich zu ermorden? Der Starrsinnige. Wollt ihr den mächtigen Logrolf töten? Logrolf, der Starrsinnige. Und wehrlos ist. Ich bin hier, um euch zu retten. Ihr werdet erst einmal so bleiben. Ihr werdet erst einmal so bleiben. Ihr seid ein Niemand. Ein Niemand. Okay. Ich bin hier, um euch zu retten. Niemand wusste, wo ich bin und wann ich gefangen genommen wurde. Wer hat euch geschickt? Deine Mutti. Bozia hat mich geschickt, überreden. Das spielt keine Rolle. 301 Goldstücke. Mollbrack. Ja, der Dummbeutel hat mich geschickt. Und das sage ich auch. Ich bin ehrlich. Ach, der König der Korruption schickt seinen Boten, um mich herauszufordern. Sehr schön. Ich werde mich mit Molag Baal treffen und seinen Altar in Boethias Namen anbeten. So wie früher. Wir haben es ihm gesagt. Mach mich los, Scherge des Gehassten. Ich muss nach Markarth. Wartet kurz hier. Mehr bleibt mir auch nicht übrig, ihr Schwachkopf. Worauf wartet ihr? Ja, ich komme auf jeden Fall wieder. Milchtrinker. Ich mag Milch, in der Tat. Wobei, diese Hafermilch ist nicht so meins, ehrlich gesagt. Hafermilch-Kram ist nicht so meins. Ist mir so süß irgendwie alles. Obwohl ich Haferflocken an sich ganz gut finde. Also Hafer an sich. Ich bin zwar kein Pferd, aber ich finde Hafer trotzdem gut. Aber ich trinke auch gerne normale Milch, das ist ganz klar. Wobei, das ist schon ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Wir reisen mal schnell hier eine Schnellreise hin. Wir befreien ihn natürlich gleich. Aber ich will aus den Schrein da erkunden. Keine Ahnung, ob das irgendwie damit zusammenhängt mit der Quest. Aber wir haben es zur Zeit gleich gekriegt. Das heißt, vielleicht können wir da irgendwie noch eine Option rausholen. Wenn wir jetzt diesen Bohemia-Dings anbeten, dann können wir vielleicht noch eine Option rausholen aus der Quest. So, dass wir ja vielleicht das hinkriegen, dass der es überlebt.
Weil ich will den auch nicht. Der ist zwar nicht ganz glatt, der Opa. Longrolf, der Starrsinnige. Aber der muss ja trotzdem deswegen nicht sterben. Der Gott der Korruption, mit dem will ich eigentlich auch gar nichts zu tun haben. Und wir haben schon genug der Aethra-Prinzen geholfen, ehrlich gesagt. Boah, was denn? Das ist ein Dreckschwein. Was ein Dreckschwein. Variation der Aethra. Eine Fackel. Was? Beim Sterben ist ja halt der Alte und der Feueralte noch. Noch so eine Welle gewirkt. Was für eine Drecksau. Geil. Also, wir müssen zu dem Schrein da hoch. Der ist da scheinbar. Ich komme hier vorbei. Da ist ein Säbelzahntiger hier. Oh Gott. Das war ziemlich saftig. Das war saftig. Ich könnte mich wegfeiern mit den Kunden. Echt super geil. Ich wollte eigentlich in der Aufnahmesession noch kurz heiraten am Ende, weil ich muss mir das dann beim nächsten Mal. Da fangen wir eine halbe Stunde früher an und heiraten dann. Oder wir machen es dann beim nächsten Mal, wenn Julia im Bett ist, da heiraten wir kurz. Wobei ich nicht weiß, wie groß finde den Botia-Kult. Finde den Schrein, haben wir gemacht. Finde den Kult. Schrein von Botia entdeckt. Hey. Kultist. Ein Wort oder ein Dolch zum richtigen Zeitpunkt. Beide können ihren Zweck erfüllen. Das stimmt. Wollt ihr euer Können gegen mich auf die Probe stellen? Nein. Obwohl wir im Schatten leben, ritzen wir unauslöschliche Zeichen in die Welt. Okay. Ihr ritzt und ich nicht. Die ritzen sich, glaube ich. Keine Verzauberung brauchen wir jetzt nicht. Alchemie brauche ich jetzt auch nicht. Wir sind die Anhänger von Fürst Boetia. Wollt ihr euer Können auf die Probe stellen? Puh, eigentlich nicht. Ist das eine Art Kult? Wir sind nach Boetias Vorbild erschaffen. Mit unseren Zungen und Klingen prägen wir der Welt unseren Willen auf. Ihr seid ein Nichts. Ein leerer Hauch, zerstreut von der leichtesten Brise. Okay. Ich habe keine Angst vor euch. Wer ist Boetia? Der Fürst der Pläne, Täuscher der Nationen. Verschlinger von Trinimark, die Königin der Schatten, Göttin der Zerstörung, er, der zerstört, und sie, die auslöscht. Unser Fürst trägt viele erhabene Namen, aber sie werden nur uns Sterblichen gerecht. Sprecht ihre mächtigen Namen bis zum Ende der Zeit aus, und sie bedeuten nichts. Namen bedeuten unserem Fürsten nichts. Sie kümmert sich nur um jene, die sich um sich selbst kümmern, deren Herzen gefüllt sind mit Entschlossenheit, die ein Leben voller Taten führen. Aha. Ich renne vor Tatendrang. Wenn ihr einen Blick auf unsere dunkle Herrin werfen wollt, müsst ihr Folgendes tun. Stellt zuerst unter Beweis, dass eure Zunge für das Lügen geschaffen ist. Findet jemanden, erlangt sein Vertrauen, führt ihn zum Schrein. Befehlt eurem Sklaven dann, die Säule der Opferung zu berühren. Ihre Magie wird ihn umhüllen und wehrlos machen. Dann, gestärkt durch Gewissheit, stecht tief mit der zeremoniellen Klinge zu, damit das Wasser seines Herzens euch reinigt. Ist euer Wille stark genug, wird Boetia in ihrem dunklen Anwesen erweckt und wird vor uns erscheinen. Ich werde nichts dergleichen tun. Schwach und unbedeutend. Alter, das könnte ich nicht. Oh, das ist doch alles. Ich hasse dieses Spiel, echt. Skoma. Verdammt. Vielleicht können wir irgendwie so einen Diebesgilden-Typ herschleifen. Warte mal, der so dient hat. Anhänger von Fürst Boetius. Okay. Der Fürst. Unser Fürst. Namen bedeuten unserem Fürsten nichts.
Wenn ihr einen stellt zuerst unter Beweis, dass befehlt euch, warte mal. Dann ist euer Wille stark. Das können wir. Macht nichts dergleichen. Warte kurz. Und unbedeutend. Ja, hier, komm nochmal. Ist das eine Art Kult? Wir sind nach. Klinge, ja. Krise. Ich habe keine Angst vor euch. Vielleicht habe ich euch falsch eingeschätzt. Der Fürst der unser Fürst. Naja. Namen bedeuten unserem Fürsten. Wenn ihr Tatendrang. Ich nehme es erstmal an. Und wir überlegen uns. Ist euer Wille stark genug? Mach es. Das bleibt abzuwarten. Doch wenn es so ist und Boethia erscheint, werden wir euch als einen von uns willkommen heißen. Ihr wart schwach. Nun seid ihr tot. Welche Zeichen habt ihr hinterlassen, damit wir uns an euch erinnern? Wollt ihr euer Können gegen mich auf die Probe stellen? Schade, ich kann die nicht anlauern. Obwohl wir im Schatten leben, ritzen wir unauslöschliche Zeichen in die Welt. Obwohl wir im Schatten leben, ritzen wir... Tja, da müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit. Locke jemanden in die Fänge des Schreins und ermorde ihn. Ich habe keine Ahnung, ob wir diese Quest jemals abschließen werden. Von daher ist sie jetzt auch gut, dass sie deaktiviert ist. Das weiß ich nicht. Löschliche Zeichen in die Welt. Da muss ich jetzt mal gucken, wen man da ermorden kann. Und vielleicht gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, keine Ahnung, irgendeinen verurteilten Straftäter oder so ein Dreck. Ich hasse sowas. Echt. Und dann, ich gucke erst mal, was da überhaupt gibt. Vielleicht gibt es da nur einen Händedruck dafür. Eigentlich will ich es gar nicht machen, ehrlich gesagt. Nee, echt. So, hier, wir reisen hier hin, gespaltener Turm. Und dann befreien wir den, gehen nach Markrad und dann jetzt nach Eisenhüttenstadt natürlich nicht, nach Einsamkeit. Und da werden wir noch die Weinquest abschließen von der netten Dame, die uns darum gebeten hat, die Lieferung zu beschaffen. Ich hoffe, dass die da irgendwo rumläuft und dass wir nicht unter die Karte backen müssen. Die magischen Schutztalente machen defensiven Zauber effektiver, wenn du normale Kleidung statt Rüstung trägst. Oh. Excuse me. Ich bin generell auch für normale Kleidung, ehrlich gesagt. So eine Klasse mit normaler Kleidung wäre vielleicht auch geil irgendwie. Am besten. Es ist. Wir warten einfach. Wenn wir jetzt 4 Stunden warten, ist es so gegen 8. Dann ist es hell. Und dann können wir uns den Typen holen. Ja. Und können uns Richtung Markrad aufmachen. Weil es da keinen Spawnpunkt gab. Vielleicht mal Elena da stehen lassen sollen. Dann hätten wir da hin spawnen können, denke ich mal. Einfach. Eine Schnellreise. Das geht. Das ist Elena. Als wieder eine Art mobilen Spawnpunkt benutzen kannst, als so einen mobilen Reisepunkt, das wäre geil. Aber ich glaube, das geht nicht. Da gibt es, glaube ich, andere Mods dafür, aber brauchen wir ja nicht. Wo die Welt echt groß ist, man muss sagen, die ist echt groß. Da ist das Zelt schon da unten. In der Welt. Das Zelt. Und dann befreien wir den mal schnell, den Langolf, den Weisen. Ich hab dem gesagt, von wem ich komme, also er kann sich ja denken. Mich los. Hier. Endlich frei. Und jetzt geht mir aus dem Weg. Ich habe etwas zu erledigen. Okay. Das heißt, wir machen eine kleine Schnellreise nach Markrad. So, damit wir noch die anderen Questen schaffen, die anderen zwei. Sonst hätte ich jetzt hinreiten müssen. Wäre natürlich auch gut gewesen. Wir bringen heute mehr Ladezeit im Bildschirm hier als alles andere. Finde ich nicht so gut. Aber was soll's. Wird ja nicht so spät werden lassen eigentlich. Aber wir sind noch im Zeitrahmen, denke ich mal. So, verlassenes Haus. War das hier? Nee. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ach so. Das ist das Gespräch, von der ich von Julia von erzählt habe. Das ist dieser Meme. Und im Weißlauf, da erzählt das wohl jeder Zweite irgendwie. Früher war ich auch ein Abenteuer. Habe ich am Pfeil ins Knie bekommen.
Das ist das. Wo ist dieses Dreckshaus? Da ist dieses Dreckshaus. Dreckshaus. Achso, das Kind da oben. Nee, Schatzkorb will ich nicht. Oh, scheiße. Sorry. Das wollte ich nicht. Ihr wollt ihr genickt. Ich durch hier. So. Ach, da ist der. Blut muss er gucken, wo der Marker ist. Blut und so, Moment, ja. Verlassenes Haus. So, und ich hoffe, dass wir den irgendwie retten können, aber na blöd ist der alte Langosch hier. Langolf. Longralf. Der Gelbe. Komm, geh vor. Du blöd, Mann. Nee, irgend so eine Streitkolben. Sowas, um Menschen umzubringen, ist nicht meine Schiene. Ehrlich gesagt. Poetias Anhänger bezwingen? Ich habe diesen Wettstreit schon einmal gewonnen. Aber ich habe dieses Mal meinen eigenen Champion, Logrolf. Was? Ihr? Sterbliche. Ich gebe euch meinen Streitkolben in all seiner rostigen Boshaftigkeit. Zermalmt Logrolfs Lebenswillen. Er soll sich mir unterwerfen. Ich habe keine Möglichkeit, da rauszukommen, oder? Schlag richtig zu, Monster! Ich werde mich nie ergeben. Ich werde mich nie ergeben. Oh, ich hasse solche Questen, echt. Kann ich das nicht abbrechen? Ich beuge mich nicht. Niemals. Ich treffe den gar nicht. Ich werde mich nie ergeben. Ich beuge mich nicht. Niemals. Ihr sterblichen und eure zerbrechlichen, weichen, lachhaften Körper. Versucht es noch einmal. Warum? Aufhören! Ich ergebe mich, Wohlakbal. Ich ergebe mich. Ihr wollt euch mir beugen? Ja! Ihr wollt mir eure Seele überlassen? Ja. Ihr wollt der schwachen und bedauernswerten Boetia abschwören? Ja. Jetzt gehört ihr mir, Logrolf. Tötet ihn. Töte Logrolf. Will ihn nicht töten. Oh Mann, ich hasse dieses Spiel, echt. Aufhören! Aufhören! Der Streitkolben von Molagbar. Ich werde euch seine wahre Macht schenken, Sterbliche. Wisset, dass ich euch beobachten werde, wenn eure Feinde zerschmettert und blutend vor euch liegen. Streitkolben ist wohl kaum ein passender Preis. Oder Molagbal wird einfach einen weiteren Champion aussenden, um den blutigen Streitkolben aus eurem zermalmten Körper zu ziehen. Ja, mach doch. Und jetzt muss ich mich um eine Seele im Reich des Vergessens kümmern. Und ihr kümmert euch bitte in meiner Abwesenheit um das Haus.
abgeschlossen, das Haus des Schreckens. Was haben wir das bestimmt wegen dem Haus gemacht hier? Oh Mann. Es tut mir leid, Rolf, das wollte ich nicht. Echt nicht. Das ist einfach scheiße, Mann, echt. Dreck. Mann, so ein Mist. Well, hello there. Hallo. Das nervt mich. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Aber ich kann es auch nicht laden mehr jetzt. Ich glaube, ich kann Safe Point. Wir müssen bei diesem Daedra-Zeug unglaublich vorsichtig sein. Bis jetzt war eigentlich immer alles gut. Das waren immer nur so Billo-Entscheidungen. Aber jetzt musst du da irgendwelche Leute umbringen. Weiß ich nicht. Ich will hier nicht mehr raus, ehrlich gesagt. Scheiße, Mann. Ach, scheiße, Mann. Aber wir hatten auch keine Wahl, ne? Ich hätte nur die Quests abbrechen können an der Stelle und gehen. Einfach. Ich werde eines Tages ein Silberschmied, wie Mutter und Vater. Okay. Kämpf drum. Wenn du was werden willst, du kannst alles werden, was du willst, bis auf Astronaut. So, dann würde ich nochmal kurz eine Schnellreise machen nach Einsamkeit. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Hätten vielleicht denselben Typ auch in den Schrein locken können, ne? Aber das sind ja beides so böse Typen. Aber es ist halt die Zeiten im Endeffekt. Wir spielen ja im Mittelalter und so, da waren andere Sitten und Gebräuche im Gange. Und er ist ja auch nicht, ja gut, er ist schon tot, aber die Seele ist noch im Reich des Vergessens. Also er lebt so noch nicht mehr, aber du wirst schon. So, wir aktivieren kurz die Quest. Kann jetzt da auch nicht drüber nachdenken mehr. Echt schwierig. So, ich fange hier an. Berichte Everett. Wo ist die? So, die ist gar nicht in Einsamkeit. Ich dachte, es wäre in Einsamkeit gewesen. Nicht, dass die in Markrad ist, da gehe ich aber kaputt. Nee. Tagebuch. Verschiedenes. Und. M. Doch, die ist. Heißt die hier dabei? Ich laufe da mal hin. Der jüngste Barde an der Bardenakademie. Zu euren Diensten. Schön, euch zu sehen. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Ja, Mann. Sander? Ich kommandierte einst ein Schiff namens Silberner Raubvogel. Doch es rammte einen Eisberg und sank nördlich von Windhelm. Achso. Ja, keine Ahnung, wo die ist. Vielleicht gehört die der Sklivo? Kann das sein? Wer will sonst Wein haben? Die will irgendeinen Stand. Ja, war, ich kann mir aber auch nicht mehr erinnern, wer das gesagt hat damals. Lorion, Xander, Sorex. Schön, euch zu sehen. Hey, wie geht's dir? Wenn ihr euch für ein paar gute Gerüchte interessiert, kann ich euch helfen. Golumai. Wie, gute Gerüchte? Willkommen in Zwickerinsgeber, mein Freund. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Ich habe gehört, dass Jari Ra im Brunnenbezirk ist, um neue Leute anzuheuern. Was ist das? Unterhalte ich mit Jari Ra? Krass, wieder eine neue Quest gekriegt. Denkt an den zwinkernden Skeva, wenn ihr das nächste Mal wunde Füße habt. Begonnen die Ruhelosen. Finde die Leiche der Piraten im Kerker Schloss Elend. Optional, lass dich verhaften. That's very cute. Is there a rat problem in the sewers here that makes them so prominent? Ja, Mann. Auf jeden Fall. Hier gibt's kein Rattenproblem. Da winkt das Cleaver. Klingt schon komisch, in meiner Stadt. Diese Axt wollt ihr nicht in Aktion erleben. Macht keinen Ärger. Der Kerker von Schloss Elend kann selbst den stärksten Willen brechen.
Okay, war der, der den Mann hingerichtet hat? Ich bin der Henker hier in Einsamkeit. Das ist meine Arbeit. Okay. Haltet ihr euch auf Top? Kommt darauf an, was ihr damit meint. Ich bin auch noch oberster Wärter hier im Kerker. Normalerweise eine ruhige Arbeit. Ah, ich könnte mich verhaften lassen. Wann ist die nächste Hinrichtung? Steht keine an. Aber an dem dürren Hals dieses Yari-Ra würde ich mich gerne mal austoben. Dieser dreckige Argonia hätte niemals einen Fuß in die Stadt gesetzt, wenn Großkönig Torik noch leben würde. Behaltet einen kühlen Kopf. Okay, da mag der nicht. Ah, wollt ihr mir etwas Besonderes verkaufen oder wollt ihr euch nur meine Waren ansehen? Wie laufen die Geschäfte? Mit der Gilde zu arbeiten war unsere bisher beste Entscheidung. Schutz, Respekt und regelmäßiges Einkommen. Besser geht's gar nicht. Und haben wir den nicht rausgejagt? Dass wir nichts mehr heimlich schmuggeln müssen. Mit dem Einfluss, den wir in Einsamkeit haben, können wir das Zeug einfach durch die Haustür tragen. Warum seht ihr euch nicht einige meiner Waren an? Dann sehen wir ja, ob wir ins Geschäft kommen. Ja, 1100. Die meiste Kohle hat wohl irgend so eine Frau im Dings unten. Im... hat wohl irgend so eine Frau im... Eine zersplitterte Flasche unten. Da ist wohl irgendeine Frau, die hat wohl die meiste Kohle. Die bestimmt die Tonja. Muss natürlich... ihr irgendwie ins Geschäft investieren. Dann hat die wohl die meiste Kohle. Klinge der Opferung. Die brauche ich wahrscheinlich für die Quest. Der hat nicht genug Kohle dafür. Null. Sehr gut. Denkt an mich, wenn euch noch was in die Hände fällt. Ich werde erst mal kurz nach Hause gehen. Mal kurz pennen. Ich wollte immer pennen. Oder ist hier unten irgendwas noch? Nee. Boah, voll reingerannt. Voll mit der Schulter in die Fresse. Zack. Bam. Sorry, tut mir leid. Ich gelogen, tut mir nicht leid. So, wir gehen kurz in die Besatzungsmitglied. Ich schätze, das habe ich verdient, nachdem ich mein ganzes Geld für Frauen und Glücksspiele verprasst habe. Ich stamme aus Cirodiil, hatte aber nach einer rechtlichen Meinungsverschiedenheit einen schnellen Tapetenwechsel nötig. That makes sense, not. Wir haben jetzt mehrere Punkte hier. Unterhalte dich mit, sprich mit Everett. Na, guck da. Irgendwo zu Hause ist sie. Everett. Hey Sari, warum bist du nicht im Bett? Gibt's doch nicht. Aber nachts die Kinder noch rum. Ach da. Cool. Everett Sons Haus. Wie spät ist jetzt? 12 Uhr. Okay, wir können einfach mal ein paar Stunden warten. Und zwar 6 an der Zahl. Machen wir mal 6, ja. Machen wir mal 6. So. Und dann klopfen wir an der Dreckstür. Es gibt eine Mod, da kannst du da wirklich an der Tür klopfen. Okay, die sind noch zu Hause, ist abgeschlossen oder halt nicht mehr zu Hause. Der Marker ist weg. Die rennt wahrscheinlich irgendwo rum. Aber ich weiß nicht, ich würde solche Mods gerne ausprobieren. Aber das ist halt immer schwierig mit dem Together-Gedöns. Hey, ach hier. Hey. Ein Reisender wie ihr braucht ein bisschen Feuer im Blut. Möchtet ihr einen Wirtswein? Die ostkaiserliche Handelsgesellschaft hat eure Gewürze geschickt. Danke vielmals. Bei jeder Ladung gibt es Probleme. Nehmt dies für eure Mühe. Geil, 2 Gewürzweine und 25 Gold. Alles klar. Sieht es euch an?
Den Dietrich kaufe ich dir mal ab. Und das kaufe ich dir auch ab. Und das auch. Das auch. Verkauf den dann einfach wieder. So. Egal, wir haben genug Kohle. So. Wir haben eigentlich alles schon gefragt gehabt. Viel Glück. Durch auch. So, dann müsste die Quest abgeschlossen sein, ne? Verschiedenes, die müsste ich aber mal ganz kurz, ich muss die ganz kurz abhaken, weil das sind so Nebenquesten, die werden nicht im fertig Dings. Hier, Ladung Wirtswein. Muss ich schnell mal Haken reinmachen, sonst vergesse ich es. Also ich vergesse es nicht. Aber die wird halt nirgendwo aufgezeichnet, die Quest. Wenn ich hier guck's, bei fertig ist die nicht mit drinne. Ja, Haus des Schreckens ist die letzte, die wir abgeschlossen haben und diese ist nicht mit drinne. Das sind bei diesen verschiedenen Questen, ist das meistens so. Außer die werden dann zu einer richtigen Quest. Die verschiedenen Questen sind halt nur so, so Halbquesten. Machen wir es auch mal. So, unterhalte dich über mögliche Aufträge, das machen wir dann auf jeden Fall. Lisbeth und die Bella-Statue. Würde ich gerne mir noch abgeben wollen. Wo ist die? Die Frage. Ich will mit dem Rattyp nicht reden. Ich weiß nicht, ob das eine CC-Quest ist und ob Julia und so weiter und so fort. Deswegen reden wir jetzt nicht mit der. Die ist natürlich in Markrath. Wo soll es sonst sein? Also nochmal schnell nach Markrath hoch. Und ich denke mal, das ist dann auch die letzte Amtshandlung für heute. Wir reisen dann zurück ins Seeblick. Und weil ich will dann noch ein bisschen schmieden, mal irgendwie die Tage. Oder wir wollen ja dann schon am Dings weiterspielen. Am Mittwoch geht es schon weiter an der nächsten Aufnahmesession. Nee, es wird keine Aufnahmesession, stimmt. Höchstwahrscheinlich wollen wir diese Mod ausprobieren. Kann ich es nochmal kurz zeigen? Ich kann es nur mal kurz anspoilern dann. Sobald wir das abgegeben haben jetzt hier, das zeige ich dann kurz. So, Elisabeth. Kaum zu glauben, dass Ma danach wieder frei herumläuft. Ich hoffe doch, dass die Gerüchte nicht stimmen, dass ihr damit zu tun habt. Doch, das stimmt. Ich habe diese Statue hier in einem Lager gefunden. Ah, da ist sie ja. Dank dieser kleinen goldenen Kostbarkeit werden wir uns eine Weile über Wasser halten können. Danke. Hier, gerne. Für eure harte Arbeit. Harte Arbeit. Abgeschlossen, 1500 Gold. Geil. Ich möchte in euer Geschäft investieren. Ich suche schon länger nach einem neuen Geldgeber. Jetzt scheint meine Suche vorbei zu sein. 5000 Goldstücke, mal sehen, was ihr damit anfangen könnt. Vielen Dank. Mit diesem Geld kann ich meinen Bestand verdoppeln. Super. So. Gut. Seid vorsichtig und passt auf euch auf. Wir werden so viel Geld haben nach einer Zeit, also in einiger Zeit. Wir haben jetzt schon so viel Geld, dass uns das ist alles Schall und Rauch. Also das funktioniert. Alles, das funktioniert. Weil wir ja auch, wir machen ja auch was im Endeffekt für unser Geld. Ja, bist du. Hoki. Zu heiraten? Geht es euch gut? Und dir? Was kann ich für euch tun? Ich hätte keine Gesprächsoption, aber die hast du nicht. Braucht ihr etwas? Nee. Okay. So, dann nochmal kurz, wir reisen. Habe ich nicht, wie viel Reisepäckchen? Ich kann ganz kurz gucken, wie viel Reisepäckchen habe ich noch. Warum ist da keine Fackel? Was ist denn mit den Fackeln los? Warum sieht man die Fackel nicht mehr? Wir haben noch zwei Stück, das heißt, wir können, ja, das machen wir. Ich reise nochmal kurz jetzt nach Falkenring. Nur als ganz kleiner Spoiler für die nächste. Als kleiner Spoiler für den nächsten Stream. Am Mittwoch, 18 Uhr geht's los. Wie auch heute. Oder kurz nach 18 Uhr, also je nachdem, wie schnell wir sind, aber eigentlich sind wir immer relativ pünktlich. Zum Glück. Das klappt eigentlich. Bisschen Ladezeit. Und dann reisen wir nochmal, wenn ich das kurz angespoilert habe, dann reisen wir zurück nach nach Weißlauf. Weil da will ich noch ein bisschen schmieden. Das mache ich jetzt aber nicht jetzt, das mache ich dann offscreen. Oh, Drachenangriff.
Finde ich gut. Wir müssen in die Kneipe. Da sitzen die. Die Kneipe ist immer das mit dem Schild vor der Tür. Den Drachenangriff will ich jetzt eigentlich nicht. Wir haben noch ein paar Seelen in der Tasche. Und können nicht machen, was sie wollen, die Arschgeigen. Hier. Ja, jetzt. Hotmanns Trunk. Und zwar sitzen da jetzt zwei Katschi drinne. Und die setzen. Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Nari. Bei Schorsgebeinen. Ein hübsches Mannsbild in Falkenring. Ja, wie geht's euch? Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Hier, Bratkartoffeln. Danke. Auf Wiedersehen. So. Das ist der Drache von draußen, der macht die Irre jetzt hier. Wir sind verloren. Rückzug. Warum treten die durch? Ist hier wegen dem Drache oder was? Ja. Eigentlich sollten hier irgendwo ein paar Katschits sitzen, die uns als Überfahrt dienen. Nach, ja, in die Wüste, wo die wohnen. Das ist eine Mod. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Hey, aufpassen. Entschuldige, bitte. Ich kann euch nicht besiegen. Oder sitzen die davor, die Karawane? Ich weiß nicht, lass mal kurz gucken. Scheiß Drache, Mann. Ich glaube, hier sind die. Jo, das sind die. Das ist die Karawane. Die drehen natürlich jetzt alle frei. Wegen dem scheiß Drache da oben. Mann, der geht mir auf den Sack. Ich habe eine Idee. Ich kann mal auf den Server gehen. Mal gucken, ob das dann weg ist. Hast du einen kleinen Trick? So, das ist die Karawane und die bringt uns. Hallo, ihr steht aus, als würdet ihr zu einer Reise aufbrechen. It is so, Stranger. Khajiit will step on the warm sands of our homeland soon. I am Karina. What should I call you? Nennt mich Dorakin. Tut ihr dies öfters? Ich möchte mich dieser Karawane anschließen. Und wir können uns dieser Karawane anschließen und können in dieses Khajiit-Land reisen. Das ist eine Mod. Die wurde für Oldram entwickelt, also für das erste Skyrim, nicht Special Edition. Und wurde dann hier für die Special Edition portiert. So, wo wir ein paar Bugs haben. Aber Julia hat sich das gewünscht. Und in der nächsten Aufnahmesession, was dann am in 2 Tagen sein wird für die Twitch-Leute. Ja, dann das ist in der nächsten Aufnahmesession wird das dann ja, hier passieren. Wir werden dann zusammen dieses Land bereisen und uns angucken. Das ist mal was komplett anderes, weil es ist eine Wüste, die gibt es so hier nicht. In der Tat. Und ich freue mich ein bisschen drauf und mal sehen, wie es dann, wie das wird. Wir werden das als einen kompletten Stream, werde ich das dann, oder je nachdem, 2 komplette Streams. Ich weiß nicht, wie viel lange wir dafür brauchen, wie viel Content das ist. Da nochmal, es sollen ein paar Questen drin sein, ein bisschen Land zum Erkunden und so weiter und so fort. Ich denke mal, werden wir auf jeden Fall unseren Spaß mit haben. Und das machen wir dann beim in der nächsten Aufnahmesession wird das dann passieren. So, ja. Und dann, danach die Aufnahmesession geht es dann normal hier weiter mit den Questen. Und der wahrscheinlich erstmal ein bisschen wieder noch ein bisschen Hauptquests und ein bisschen Nebenquests. Wir werden auf jeden Fall uns dahingehend nicht lumpen lassen. So, und jetzt reise ich noch nach Weißlauf. Und dann werde ich das Spiel eh beenden. Und darum mache ich jetzt mit der Folge Schluss und ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession oder in dem nächsten, wie gesagt, in dem Katschi-Stream. Ja, je nachdem, wie immer was zuerst kommt. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns in Sofengarde.